So, guten Morgen. Boah, ist das hell. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Wir haben, jetzt ist dunkel, meine Güte. Wir haben schon sehr spät. Wir haben 11.41 Uhr und wir frühstücken jetzt erst. So richtig Lockdown-mäßig. Ei, nein, mir reicht Speck. Möchtest du eine Gabel oder ein Messer? Ich nehme ein Messer, danke. Bernd, möchtest du auch nur Messer oder noch was? Ich brauche nur Messer und Löffel. Du nimmst doch eine nicht Tütensuppe, sondern Becher, ne? Bernd? Bernd? Ich nehme nur eine Tütensuppe. Tüte oder Becher? Ich nehme Becher. Und du, Calvino? Ich nehme auch eine Tüte. Eine Tüte, Yum Yum? Okay. Also. Brauchen wir einmal hier so eine Tütensuppe. Die sind vom Action. Die nimmt der Bernd. Nee, das ist nicht Tüte, das ist Bechersuppe. So. Und eine Yum Yum Tütensuppe für Calvino. So. Also, wir melden uns so spät, weil wir haben den Vormittag gearbeitet. Bernd war im Büro und ich war auf dem Sofa. Und Smurfy kriegt ein Schweineohr. Ist das Schwein oder Rind? Rind, glaube ich, ne? Ja. Jetzt waren wir gerade spazieren mit dem Smurfy und waren dann auf dem Weg eben einkaufen. Das hast du mitgebracht hier auch, ne? Die Salami? Ja, zwei Stück. Genau, dann machen wir heute, also normal machen würden wir Blumenkohl-Chili, heißt es. Wir machen aber Brokkoli-Chili. Dafür brauchten wir Paprika und Lauchzwiebeln. Gurke, Tomate für morgen für Reissalat. Wir haben noch so Antipasti-Creme, eine im Kühlschrank, ne? Ich weiß. Okay. Okay. Und einmal Räuchertofu. Und jetzt kommen Pakete. Und Brötchen gibt es auch frische. Ja, jetzt gibt es erstmal Frühstück. Haben wir uns verdient. So, Pakete sind da, die packen wir gleich zusammen aus. Ich habe DM-Bestellung ist gekommen und ich glaube, Amazon ist auch noch was für mich gekommen. Zeige ich euch. Bernd schnibbelt hier. Paprika kommt dann noch mit rein in die Suppe für Calvino. Und Gemüse zum Knabbern. Brauchst du eine Zwiebel vielleicht? Ich brauche keine Zwiebel, nein. 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 Zum Kochen. Zum Kochen, nachher ja. Okay, dann schneide ich jetzt eine halbe auf. Ja. Und das kannst du dann mal mit reinschnippeln. So machen wir das. Oh, Tomate, Löffel. Auch? Nein, danke. Kohlrabi? Ja, Kohlrabi würde ich wohl knabbern. Ja, reicht. Oder so. Ist mir egal. Genau. Mach, wie es dir am besten passt. So, ich brate ein bisschen Speck an. Also, ich habe zwei große Pakete von dem bekommen. Irgendwie ist es mehr, als ich gedacht habe. Ich hätte nicht gedacht, dass es zwei sind, aber es ist so. Und wir schauen jetzt mal rein. Kleiner DM-Haul im Vlog. Es ist nichts Weltbewegendes. Einiges auf Vorrat wieder und zwar dreimal Spülschwämme. Ich habe schon mal überlegt, die gegen Lufa-Schwämme auszutauschen. Allerdings, wenn ich mir überlege oder wenn ich mir die angucke, wie die aussehen, wenn ich damit ein paar Tage gespült habe und so einen Lufa-Schwamm, den dann immer wieder zu verwenden, weiß ich nicht, wenn da jemand Erfahrung hat. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Dann haben wir zweimal Color-Waschpulver. Einmal Spülmittel, Priel nehme ich zurzeit immer. Und ja, das ist jetzt das, was ich meinte. Es ist in einer Plastiktüte extra eingepackt, was eigentlich total unnötig ist. Deswegen bestelle ich nicht so gerne so viel online bei DM. Aber das sieht gerade voll cool aus, wie die Blasen hier hochsteigen. So, weil ich jetzt eh bestellt habe, ja, habe ich es halt mitbestellt. Zweimal Feuchttücher, feuchtes Toilettenpapier. Einmal Abschminktücher, so für unterwegs. Keine Ahnung, wenn ich im Geburtshaus bin oder so, kann man die immer mal haben. Zweimal diese Edelstahl-Reinigungspads. Damit machen wir unsere Töpfe manchmal sauber, wenn uns mal was anbrennt. Und vor allem unsere neuen Pfannen, die wir von Ikea haben. Die sind echt super. Die sind ja ohne Teflon-Beschichtung, die Pfannen.
Und wenn da was anbrennt, das geht super damit ab. Also die kann ich euch echt empfehlen, die Pfannen. Einmal Weichspüler, den Lenoir Sensitiv. Dann habe ich zwei verschiedene Klosteine mal mitbestellt. Nagellack habe ich mir bestellt, denn ich wollte mir jetzt vor der Entbindung noch einmal die Fußnägel versuchen, etwas schicker zu machen. Deswegen habe ich mir einmal diesen hier bestellt. Der ist so mit so einem Schimmer und der heißt, also der ist von Essence Shine Last and Go. Und der ist die Nummer 6, Frosted Kiss. Und der ist auch von Essence Shine and Go. Oder Last and Go. So, und das ist die Nummer 14, Do You Speak Love. So, und dann habe ich mir einmal den genommen. Den nehme ich ja immer. Das ist so mein Nagellack für die Fingernägel. Der hält die so ein bisschen auf. Also, wenn man, manchmal hat man da so einen kleinen Gelbstich drin und dann hält er die so ein bisschen auf. Deswegen nehme ich den immer und die habe ich einmal für Calvino bestellt. Da, einmal Kaugummis. Einmal Slip-Einlagen schwarz. Einmal Slip-Einlagen weiß. Dann habe ich mir einen neuen so einen Bimstein bestellt. Ich hatte einen, aber den hat der Smurfy leider zwischen die Zähne bekommen. Viermal Zahnpasta. Zweimal die mit Kräuter und zweimal diese blaue davon. Dann für den Vorrat noch mehr Abschminktücher. Ich nehme eigentlich immer diese riesigen Abschminkpads, die man waschen kann. Aber halt, ja, manchmal nehme ich doch die zwischendurch einfach, um auch mal was anderes zu haben. Oder ja, deswegen habe ich mir noch mehr, also vier insgesamt habe ich mir bestellt. Verschiedene. Und jetzt zeige ich euch was, das wollte ich voll lange ausprobieren schon. Und falls ihr da Erfahrung habt, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Ich habe das nicht, bis jetzt nicht ausprobiert, weil ich jetzt in der Schwangerschaft wusste ich nicht, ob ich das darf. Ich habe euch mal erzählt, dass ich immer so rissige Füße habe. Und da wurde mir empfohlen, dass ich diese Hornhautentferner-Socken mal probiere. Ja, und das mache ich mal. Ich habe da mal so ein Video gesehen auf YouTube. Das geht ja nach 2 bis 7 Tagen, steht hier, geht das richtig los, dass sich die Hornhaut, also die Füße pellen sich dann richtig. Und es ist echt heftig. Deswegen, ja, schreibt mir gerne eure Erfahrungen damit in die Kommentare. Und ob euch das interessieren würde, dass ich euch mitnehme, dass ich vielleicht ein Video mache, wo ich das mache und dann halt auch jeden Tag das begleite, dass ich euch zeige, was da so runterkommt. Das war echt heftig, dieses Video, was ich da gesehen habe. Das schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch das interessieren würde. Also man steht halt auch, ne, man soll danach nicht mit Licht, also mit nicht in die Sonne gehen und so, ne, weil das wirklich heftig ist. Habe ich Vollwaschpulver einmal bestellt. Einmal für Schwarzes, zweimal für Schwarzes, so. Zweimal Volumenshampoo. Das nimmt, also solche Shampoos nimmt meistens der Calvino. Der steht nicht so auf diese festen Shampoos, die wir mittlerweile meistens benutzen. Dann habe ich dreimal dieses Eukalyptus Erkältungsbad bestellt. Wenn man mal ja, einen kleinen Infekt hat oder so Schnupfen, ist das ganz angenehm. Dann habe ich zweimal Rasierschaum mitbestellt. Den benutzt bei uns der Calvino in der Dusche. Habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Dass er damit die Scheiben einsprüht und malt und keine Ahnung. Also ab und zu gibt es dann halt mal Rasierschaum zum Spielen. Und ich habe mir das hier bestellt, das Langhaar-Mädchen-Shampoo. Das ist nämlich silberblond. Ihr wisst, ich habe mir meine Haare sehr versaut. Und die sind jetzt halt so gelb von der Blondierung. Und das ist halt, ja, das ist so blau. Sollte es sein. Ja. Pass auf. Da, es kommt. Da. Zack, habt ihr gesehen. Und das zieht halt den Gelbstich raus. Oder soll den Gelbstich rausziehen. Ich wollte es ausprobieren, deswegen einmal. Dieses, das ist ein bisschen teurer, 5 Euro. Aber das, ja, braucht man dann auch nicht jeden Tag benutzen. Es riecht gut. Ich probiere es mal aus. So, und jetzt kommt was, das habe ich ausprobiert und da war ich so begeistert von. Das wollte ich mir ganz viele Male nachbestellen, aber das gab es halt nur zweimal habe ich es nur bekommen. Das war ausverkauft. Diese Spülung. Wenn ihr so Haare habt wie ich, feine Haare,
die zottelig sind und schwer zu kämmen sind und trockene Spitzen. Die sind, also es macht wirklich die Haare schön weich und schwerelos, das stimmt wirklich. Die sind richtig weich und schön zu kämmen. Ich hatte nur die Spülung davon. Jetzt habe ich mir auch zweimal das Shampoo davon mitbestellt, weil ich davon so begeistert war, dass ich das ausprobieren möchte. Und einmal dieses Spray davon. Da war ich ein bisschen, hatte ich so Bedenken, weil das ist Haaröl-Spray. Ich probiere das jetzt direkt aus. Weil wenn das ein Öl ist, manchmal beschwert das die Haare so. Und dann sehen die so fettig aus, ne? Und das mag ich nicht. Deswegen, ja, erstmal testen. Es riecht auf jeden Fall super. Ah, die Spülung auf jeden Fall kann ich davon super empfehlen. Hält, was sie verspricht. Sagen wir so, warte, was verspricht sie denn? Ich lese nochmal nach. Feines und trockenes Haar, ja. Optimale, genährte Haarstruktur. Plus perfekte Kämmbarkeit, das stimmt. Also die lassen sich super kämmen und man hat eine richtig schöne, glatte Haarstruktur danach. So, ich habe 4-mal Leinsamen bestellt für unsere Shakes, die wir jeden Morgen trinken. Und was mir jetzt aufgefallen ist, diese ganzen Flüssigkeiten hier, Shampoo und so, das ist gar nicht im Plastikbeutel eingepackt gewesen. Super. So, und dann haben wir noch Kosmetiktücher bestellt. 5 Packungen. Die stehen bei uns überall rum. In jedem Zimmer haben wir welche. Einfach super praktisch, so zum Rausziehen, die Taschentücher. Ja, und das war's von DM. Dann packe ich das jetzt ein, was nach oben kommt, in einen Karton und einen Karton für den HWR. So, das ist jetzt die Kiste hier, die nach oben kommt. Ich habe noch einmal frische Putzlappen reingemacht, dass ich die, dass ich oben frische Putzlappen habe einfach. Keinen besonderen Grund. So, jetzt suche ich mal eben mein Handy. Das hat, glaube ich, gerade mehrfach gepinkt. Keine Ahnung, die Männer sind oben. Ich hatte euch gestern in dem Vlog gesagt, dass wir einkaufen wollen, aber... Ja, was ist denn hier? So, haben wir aber gestern nicht gemacht und deswegen wollen die das heute machen, dass sie zusammen einkaufen gehen können und dass Calvino auch mal rauskommt ein bisschen. Also auch wenn es nur einkaufen ist. Normal macht das Bernd alleine, aber... Ja, einfach, dass der mal was anderes sieht, außer spazieren gehen und sein Zimmer. Und ja, ich schnappe mir jetzt meinen Laptop, gehe aufs Sofa und muss auch ein bisschen arbeiten. Und dann kann ich noch ein bisschen chillen. Ich weiß nicht, die, die mich kennen, die haben das vielleicht gemerkt, gerade bei dem DM-Haul, dass ich sehr müde bin. Ich habe ja sonst immer die Probleme, dass ich aufwache nachts und nicht mehr einschlafen kann und dann wach bin. Und heute Nacht hatte ich ein anderes Problem. Heute Nacht war ich konnte nicht einschlafen. Also ich war plötzlich hellwach. Wir sind ins Bett gegangen um 10 oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel Uhr. 10:30. Und dann lag ich oben im Bett und ich konnte absolut einfach nicht einschlafen. Dann bin ich um 1 Uhr aufgestanden, weil dann habe ich wieder Hunger bekommen, musste auf Toilette und so. Und dann war ich bis 4 Uhr hier wach. Ich habe 2 Filme geguckt. Ich habe einmal geguckt, so alte Schnulzen. Einmal, wie werde ich ihn los in 10 Tagen? Und einmal, wie hieß denn der andere Film? Ach, weiß ich nicht, was war auch so ein ähnlicher Film. Ach so, nicht Mary, nicht verrückt nach Mary. Ach, ist egal. 2 solche Filme habe ich halt geguckt und dann... Um 4 Uhr bin ich endlich eingeschlafen und deswegen bin ich halt voll müde, weil ich wieder so wenig geschlafen habe. Und dann habe ich noch gedacht, jetzt geht's los so, weil ich dann auf einmal so Wehen bekommen habe. Also nicht starke, aber halt ab und zu eine Wehe. Und dann musste ich so oft auf Toilette und die ein oder andere weiß das vielleicht, wenn es losgeht bei Frauen mit der Geburt, dann reinigt der Körper sich. Und ja, habe ich erst gedacht, aber war nicht so. Offensichtlich, ich bin hier immer noch schwanger. Ja, okay, jetzt mache ich meine Arbeit und dann versuche ich noch ein Stündchen zu schlafen. Die Männer sind wieder da vom Einkaufen. Es gibt Bananen, 4 Stauden, 8-mal Elsteräpfel, 1-mal Käsedip.
Ist noch ein angefangener, haben wir noch. Einer ist, aber ist nicht mehr schön drin, sagt er. Ja, ja. Ist ja nicht schlimm, die halten sich ja. Murphy, komm rein. Dann, das ist nicht für uns, das sollten wir mitbringen. Lieferservice. Ja. Dann zweimal Schogetten. Auch Mitbringsel. Mitbringsel. Einmal Maxi King. Pudding. 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 Buttermilch. Wollten wir ein Brot mitbacken? Also ein Rezept mit Buttermilch für ein Brot. Ja, war die letzte. Okay, einmal das. Achso, Mehl brauchten wir. Für unsere Brotbackexperimente einmal Typ 630 und 550. Die waren im Angebot für 66 Cent. Da habe ich mir gedacht, nehme ich ein bisschen mehr mit. Ja, das ist ja 550 für diese Brötchen. Habe ich mir gedacht. Und ich habe noch andere Brötchenrezepte, da braucht man auch das für. Und das. Ja, und die waren jetzt nicht für 88 Cent. Da habe ich jetzt nur zwei mitgenommen. Ist ja nicht schlimm. Und? Ich schon da reingegangen. Bei Lidl reingegangen. Ja, und wollte abstreichen. Ja, einen Stift. Einen von 100 Kulis haben wir, den nicht schreiben. Ja, wie das immer so ist. Zweimal Käsenachos, 4 Kakis, 3 Paprika. Dann habe ich mir Trauben gewünscht, da habe ich so Lust drauf. Einmal Salatherzen und ein Eisberg. Und dann hast du noch Wasser geholt. Ja. Für die Krisenvorsorge. Wenn alles zufriert, Leitung zufrieren und wir einfrieren, um wenigstens mal zu trinken, genau. Können wir Eis lutschen. Eis am Stiel hatten wir nur Magnum da. Ach so, nee. Ja, können wir irgendwann gucken. Klopapier hat Calvino ausgesucht. Ja, das ist genau eine große Packung Klopapier. Da hat die Werbung alles getan. Das war, habe ich deiner Kinder gesagt, weil er ist erst losgelaufen. Ja, ich verstehe dich nicht, wenn du wegläufst. Wo ist das Klopapier? Hat er in HWR schon gebracht. Ach so. Hat er erst Buttermilch geholt, da hat er die von Müllermilch, weil er auch noch nicht ist, ist falsche, bring weg, zeige ich dir gleich. Ja. Und was hat er dann? Ja, wegen Klopapier. Mit der Ecken, mit der Rolle wollte er dann gehen. Welche holen hat er auch nicht gefunden, kam er dann ganz traurig wieder. Ich sage, wo Klopapier? Ja, wo ist das? Und ist ja da, wo Klopapier steht, weiß ich, muss ich gucken, ne? Ja. Und dann kam er, da war ein großer Stand hier in der Werbung für 3,99 €. Naja, super, nehmen wir mit, dann wollte ich nicht wieder sagen, das da hinten ist aber günstiger. Dann habe ich gesagt, die werden alles getan. So, ich wollte euch eben zeigen, was ich euch gerade im DM-Haul erzählt habe, dass ich diese Pfannen immer mit diesen Topfreinigern mache. Hier seht ihr diese Verunreinigung, das ist so richtig eingebrannt und mit so einem Topfschwamm nicht so einfach zu entfernen. Aber hier mit, gucken wir jetzt mit einer Hand, wenn ich die Kamera halte. Nein, Bernd, I need your help. Was hast du denn da? Beordert. Was willst du jetzt machen? Das hier wieder? Ja, das zeigen, dass es weggeht. Ich habe Amazon noch nicht aufgemacht. Die haben meinen Schlaf nur gestört. Ja, guck. Achso. Ja, packe ich jetzt aus. Ja, wir müssen uns aber angewöhnen, die Pfannen von der anderen Seite, weil das ist immer. Ja. Das hier, das war nur von innen. Oben hui, unten ja, hui. Ja, eben. Das bin ich immer dann am Schrubben. Und das geht halt hintere schwierig ab. Bin ich nicht immer am Schrubben, aber habe ich schon halt ein paar Mal. Mich geärgert. Das große Amazing. Ups. Zwei Pakete. Eins ist hier die Eisen. Wahnsinn, ne? So eine kleine Eisentablettenverpackung. Ja, ja. Aber das hier weiß ich jetzt auch nicht. Überraschung. Überraschung. Schon wieder geschenkt und den AIDS-Test. Das war vor ein oder zwei Jahren. Da haben wir ab und zu mal so Sachen gekriegt, die umsonst waren. Mit der Handyhalterung und so. Ach, das ist das Lavendelöl für Geburtsverletzungen. Hm. Erinnerst du dich nicht mehr, dass wir den Test gekriegt haben? Ich habe den beim Aufräumen im Laden gefunden. Echt? Ach. Ja. Da kann man dann Sitzbäder mitmachen. Und in diesen Happy Po, den ich mir bestellt habe fürs Wochenbett. In meine Munddusche. Kann man das reinmachen? Genau, in deine Munddusche. Deswegen Lavendelöl. So, das ist jetzt unser Blumenkohl-Curry. Das ist einfach rote Paprika, grüne Paprika, Frühlingszwiebeln, normale Zwiebeln, angebraten mit Knoblauch und etwas Chili in Walnussöl. Aber man kann auch Sonnenblumenöl nehmen. Brokkoli. Und dann habe ich das mit Brühe abgelöscht. Bin ich schon abgelaufen.
Dann habe ich das kochen lassen und mit Speisestärke die Soße angedickt. Jetzt haben wir noch Currypulver dazu getan und haben uns jetzt entschieden, die abgelaufene Kokosmilch darin zu machen. Soll ich reinmachen, die ganze oder? Ich musste gucken, weil da ist ja immer so Creme oben drauf. Ja. Hättest du es vorher gesagt, die Creme. Ja, die löst sich nicht, die Creme. Das ist halt das Fett, ne, oben. Und unten ist nur dieses Wasser. Ja, ist durchgehend. Ist das normal? Mhm. Riech mal dran. Oh, die riecht so gut. Halt richtig nach Kokosnuss. Ja, das soll auch ankommen, ne? Ja. Da können wir reinmachen ein bisschen. Ja. Ich habe ja das erste Mal mit Kokosmilch gekocht, da habe ich mich so erschrocken. Weil? Weil das ganze Gericht nach Kokosnuss geschmeckt hat. Und dann habe ich halt, wenn das richtig eingekocht, also was heißt richtig, wenn das jetzt 5 Minuten kocht, dann geht dieser Kokosgeschmack halt weg. Das wusste ich aber nicht. Er darf Kokosnuss, ja. Er mag auch gerne Kokosnuss. Mama, sitz. So viel, Bernd, mach weniger. Der muss abnehmen. Du sagst, das ist eine natürliche Fettstärke. Die braucht er. Für die Linie. Für die Linie. Das O im Bauch. Er will ja nicht schlank sein, er will gesund sein. Er sagt, fütter mich weiter. Er sagt, er will nicht schlank sein, er will gesund sein. Und das heißt, rund und gesund. Rund und gesund als schlank und krank. Genau. Reicht das? Ein gesundes Öl? Ich würde sagen, oder? Den Rest Kokosmilch können wir auch im Kühlschrank. Dann mache ich Calvino und Kakao mit oder so. Der mag das total gerne, Kokosmilch. Ja. So, müssen wir es jetzt aber nochmal neu abschmecken. Ob da genug Curry drin ist und so. Ja, mach. Ey, gib ja, mir mach ich ja. Träubchen, mein Träubchen. Mach ich ja. Ein bisschen Curry noch. Wie viel ist das von den B12? 5000, oder? Ist hier in der Schublade unsere B12. Die haben wir. Ja, 5000 Mikrogramm. 180 Tabletten. Aber die Green Food, die waren vor lange ausverkauft bei Amazon. Da hattest du doch schon mal andere bestellt. Ich weiß nicht, ob es die jetzt wieder gibt. 250 Mikrogramm. Ne, Milligramm ist hier. Ja. Aber Mikrogramm ist noch mehr. Nee. Weniger als Milligramm. Ja, würde ich sagen. Aber du musst auch gucken, es gibt zwei verschiedene Sorten. Es gibt einmal dieses Methylcoloblamin und es gibt Cobalamin meinst du? Ja, Cobalamin. Das brauchen wir. Das brauchen wir, weil das ist besser verfügbar für den Körper oder so. 20 Euro. Ja, passt. 90 Tabletten. Okay. Aber das ist nicht von Green Food, ne? Nein. Du hast doch welche im Laden schon mal bestellt. Ja. 180 drin gewesen, ja. Ja, dann bestell doch die wieder, die du schon mal die waren gut. Hattest. Hast du doch gesagt, ne? Die waren preislich genauso und alles genauso wie die, die wir haben. Quasi. So, aber es ist jetzt fertig. Also das kann jetzt auch ziehen. Es schmeckt sehr lecker. Und Chilis haben wir die. Zwei Stück reingemacht. Zwei von diesen. Ach, erkennt man ganz schlecht. Aber die sind halt ganz klein, so getrocknete Chilis. Und zwei Stück davon in dieser Riesensuppe reicht. Enough. Willst du es sagen oder soll ich es sagen? Du hast schon mal Gesicht für deinen Titel, Berlin. Ich schneide es mich aber so bescheuert dann da raus. Ja, aber du guckst machst immer du, irgendwie machst so. Machst du das Bild, wo ich das Hulles dann, wo ich einfach nur gesehen, ich rülpsen wollte, hast du mein Gesicht da rausgeschnitten. Ja, du guckst halt immer komisch. Das ist schwierig ja, von dir ein schönes Bild. So. Wir können ja mal eine Gesichtstourette. Eine Fotosession machen und dann... Wir müssen uns da beeilen, unsere Mitteilung zu machen, die wichtige, die wir sagen wollen, weil er steht da. Und macht gleich das magische Ö-Wort. Und dann will er raus. Warte, ich muss eben die Linse sauber machen. Also, ich habe jetzt seit über einer Stunde ungefähr wen?
mal mehr, mal weniger regelmäßig, mal stärker, mal schwächer. Stehst du nach den Werner dann, ja? Aber die fühlen sich halt anders an als sonst. Hilfst du mit Opa? Aber man will ja auch niemanden, also die Pferde nicht scheu machen, keine Ahnung. Wir haben jetzt gegessen, ich habe noch ordentlich Hunger gehabt und jetzt gehen wir mit dem Smurfy eine große, also eine große Runde halt. Dann sind wir unterwegs, wir gehen zu dritt, ja. Und kommen zu viert. Sturzgeburt. Ja, keine Ahnung. Ja, bitte? Ich habe das halt immer gemessen, ich habe so einen Pferdezähler. Ich habe jetzt noch meine Spotify-Playlist fertig gemacht für die Geburt. Und irgendwie fühle ich mich so, das wird so passen, weil gestern mein Nestbautrieb, alles putzen und heute Nacht war ich wach, habe ich euch noch hier in diesem Vlog erzählt, dass ich so unruhig war und mich innerlich gereinigt habe. Es sieht das aus, geht los. Geht's? Wer? Sag mal, ist nicht so schlimm. Es ist alles noch, ich kann mich noch unterhalten. Alles gut. Hm? Und wann müssen wir reagieren? Weiß nicht, wenn ich gar nicht mehr mich unterhalte, kann ich die Kamera in die Ecke schmeißen. Und dann dauert es aber noch, bis es losgeht. Ja, weiß ich nicht. Es gibt solche Geburten und solche. Ich meine im Normalfall. Ja, im Normalfall haben wir dann noch Zeit. Ich weiß es doch auch nicht. Ich den Kunden schon mal mit der Mutter Athela mal anrufen, aktivieren. Mal hast du mal gefragt, ob wir da ins Krankenhaus nein, kommen? Nein, bin ich jetzt noch nicht. Doch, vielleicht morgen. Ach mal. Ob Bernd da mit ins Krankenhaus dürfte, wenn es losgeht. Also wenn nicht, wenn es losgeht. Wenn im Geburtshaus nicht klappt, ist ein Kunde von ihm, die Mama ist Hebamme und da hätten wir halt immer, das wäre unser Notfallkrankenhaus gewesen. Da hätte er dann, oder die wäre hier hingekommen oder wie auch immer. Notfallhebamme, Bami. Ja, wir sind ganz aufgeregt und gespannt. Also das fühlt sich echt so, ich bin so voller Vorfreude und excited. Gut, aber ich werde den Vlog jetzt hier beenden, weil der ist schon voll lang. Und sowieso auf Instagram und so werde ich ja bekannt geben, wenn es losgeht, wenn wir losgehen. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen und mal schauen, wie es im nächsten Video weitergeht. Tschüss! Sehe ich wieder total fertig aus. Sorry. Ich habe überlegt, ich fange anders an. Es ist nachts. Wir haben 10 vor 3. Und ich habe überlegt, als ich jetzt gerade wach geworden bin, dass einige von euch gar kein Instagram und Telegram und sowas alles haben. Und jetzt nach diesem Video wahrscheinlich denken, oh mein Gott, ist Michaela im Krankenhaus oder im Geburtshaus oder ist alles gut, ist das Baby schon da? Und deswegen wollte ich euch jetzt hier eben noch mitteilen, dass die Wehen gestern Abend, nachdem wir spazieren waren und dann war ich duschen und alles noch, mir haben noch so ein paar Sachen in der Tasche gefehlt fürs Geburtshaus. Die habe ich alle reingepackt mit Bernd noch. Ja, dass die Wehen weniger geworden sind. Das ist alles okay. Wir sind hier zu Hause. Es ist noch nicht losgegangen. War wohl ein Fehlalarm. Da werden bestimmt noch einige kommen. Ja, und ich habe jetzt ausgeschlafen. Ich habe mir hier den Laptop angeschmissen. Ein Teller, Brötchen. Ich werde jetzt was essen, frühstücken. Ich habe Hunger. Und das Video schneiden. Und ja. Ich gehe davon aus, dass es noch ein paar Tage dauern wird. Aber gestern Abend war ich echt so aufgeregt. Entschuldigung, weil das wirklich so, als ob es jetzt gleich losgeht. Also es war so ein, weil das so gepasst hätte, ne, mit dem Tag davor, mit der ganzen Energie und dem Haushalt und so. Naja, hätte ja sein können. Okay, meine Lieben, ich beende das Video jetzt hier. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen früh in alter Frische. Tschüss!